Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Duell gegen Eintracht Frankfurt und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 an diesem heutigen Sonntag. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und nach dem überzeugenden Sieg gegen VfL Wolfsburg in der letzten Folge mit dem 4:0 wollen wir heute den nächsten Schritt machen. Die Bayern haben tatsächlich unentschieden gespielt, wenn ich es richtig im Kopf auf dem Schirm habe. Wir gucken jetzt gleich mal kurz. Können wir kurz auf die Spiele gucken? Ja, können wir natürlich auf die Spiele gucken, wie sie gespielt haben. Also scheinbar, wie gesagt, unentschieden, weil sie haben das achte Unentschieden schon. Sie haben 2:2 gegen Borussia Dortmund gespielt, was super gut für uns ist, weil beide Verfolger gepatzt haben. 14 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Ist schon eine Hausnummer, definitiv. Und jetzt sind 7 auf die Bayern. Und ja, wenn wir Glück haben, wir brauchen jetzt aus den letzten 8 Spielen, die wir jetzt noch haben, brauchen wir 6 Siege. Dann hätten wir den Titel. Was ich auch nicht für möglich gehalten habe. Aber wie gesagt, wir haben letzte Saison Freiburg 10 Punkte abgenommen. Ich glaube, die Bayern waren zwischendurch mal 7 oder 8 weg. Die haben wir den abgenommen. Also halt sehr, sehr viel Unentschieden spielen. Eben 8 Unentschieden. Nur Leipzig hat oben mehr. Oder Frankfurt auch übrigens. Aber ja, einfach viel zu viel Unentschieden gespielt. Und wir haben eine kleine Siegesserie. Wir haben auch viele Spiele mit Glück gewonnen, muss man einfach so sehen. Wir sind in Dortmund mit Glück gewonnen. Gegen die Bayern im letzten Moment noch gestochen. Auf Sieg, Sieg gestellt. Ja, das macht schon mal ein bisschen viel aus, weil wir einfach eine Mannschaft haben, für jeder kämpft. Klar, wir haben natürlich Rückschläge. Wir haben das Spiel zum Beispiel gegen Union mit deutlich mit 0:4 verloren. Wir haben zu Hause gegen Bochum nur unentschieden gespielt. Aber wir haben Spiele in Leverkusen gewonnen. Wir haben Spiele in Leipzig mit 6:0 gewonnen. Wir haben in Dortmund 3:2 gewonnen. Wir haben in München 2:1 gewonnen. Also das sind halt Spiele dabei. Wir haben vielleicht nicht die stärkste Truppe, aber wir haben einfach eine Mannschaft. Und das macht es halt irgendwo aus. Und ja, wie gesagt, der nächste Gegner soll Eintracht Frankfurt werden. Wenn wir da den nächsten Sieg holen, brauchen wir noch 5er. Aber wie gesagt, zu 100% sicher bin ich nicht. So, Abraham möchte gerade irgendwas von uns. Er sagt bestimmt Dankeschön. So, Kilian Fischer. Achso, der war ja mit Gelb-Rot vom Platz geflogen gegen irgendwie. Natürlich, klar. Du hast das letzte Spiel gespielt, hast ein Tor gemacht. Obwohl, nee, hat er nicht. Sondern, ja, doch, er hat gemacht. Natürlich, er hat das 4-0 gemacht. Am Ende. Steht ja auch da. So, aber wie gesagt, vielleicht haben wir zwei Alternativen. Sollten Aubameyang tatsächlich aufhören. Wir bräuchten eventuell noch einen Innenverteidiger, weil Albiol wahrscheinlich seine Karriere beendet. Es sei denn, ich krieg nochmal. Warte mal, kann ich nicht eigentlich schon Transfer-Dingsgespräche mal führen? Ich würde die gerne mal noch in der Saison behalten, wenn es möglich wäre. Wenn es dann darf. So, Aubameyang, möchtest du nicht einfach mal noch ein Jahr bleiben? Oh, das wäre schön. Wir werden mal kurz eine Vertragsverhandlung machen. Aubameyang, ob der noch bleibt. Wir haben noch Geld genug. Okay, bin aber. Minimum ein Jahr vielleicht. Freigabesumme brauche ich nicht. 30 Millionen. Freigabesumme möchte ich ablehnen. Ja, natürlich. So, was möchtest du denn haben? Wie flasst du jetzt darunter? Du hast jetzt 30.000 und 300.000. Ah, ne, so viel ist es nicht. Möchtest du? So, die Frage ist, möchtest du? Aubameyang bleibt mindestens noch ein weiteres Jahr. So, jetzt ist die nächste große Stelle da hinten mit Albiol. Die Frage ist, bleibst du? Ne, er möchte wahrscheinlich wieder gehen. Aber wie gesagt, ich werde ihn natürlich jetzt erstmal blocken, dass er vielleicht bleibt. Wie viel ist ein Staphylidis? Lassen du doch überhaupt einen Vertrag. Haben wir überhaupt auf irgendwelche auslaufenden Verträge, die jetzt noch irgendwie dramatisch wichtig sind, wo ich jetzt sagen muss, die müssen unbedingt verlängert werden. Staphylidis bleibt noch ein Jahr. Peters, Yoshino, ja, die bleiben, werden alle natürlich Schumacher, Warnisek, Pinto. Das sind jetzt alles keine Verträge, wo ich jetzt unbedingt reagieren muss. Schelderup vielleicht nochmal. Da werden wir nochmal delegieren, aber bleiben will. Bleibt. Oh, Freigabesumme 16 Millionen. Das war jetzt eigentlich, das ist jetzt blöd. Aber gut. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Der hat schon Marktwert von 16 Millionen. Ach, scheiße. Egal. Ja, hab ich jetzt nicht drauf reagieren müssen. So, warte mal. Also, Schellero bleibt auf jeden Fall Minimum noch ein Jahr. Carvalho bleibt. Aubameyang ist schön, dass er noch ein Jahr bleibt. Also, der ist auf jeden Fall erstmal ganz, ganz wichtig. Das ist eine ganz gute Information vor dem Spiel gegen die Eintracht. Dann habe ich die Baustelle zumindest mal geschlossen. Er wird also definitiv noch ein Jahr bleiben. So, nächster Gegner, wie gesagt, Eintracht Frankfurt. Und da geht's jetzt los. Ins Match.
Spieltag Nummer 27. Ne, Katze? Ja. Auf geht's. Ach, herrlich. Läuft auf jeden Fall gerade momentan wirklich. Ich hatte nicht gedacht, wie gesagt, das war. Na gut, jetzt so Freiburg, wie gesagt, 10 Punkte. Jetzt Bayern auch 7, 8 Punkte aufgeholt. Hallo, Aber wie liebe gesagt, weil es Zuschauer, auch ich extrem viel begrüße Sie Unterschied spielt. sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. So, es ist der Tabellenachte, der heute als Gegner ist. Frankfurt muss mehr oder weniger gewinnen, um nochmal Richtung internationales Geschäft zu schauen. Wir wollen gewinnen, um den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft zu machen. Von daher war jetzt der zweite Sieg in Folge. Gegen Wolfsburg. Davor haben wir ja die Bayern geschlagen. Davor ja das Spiel gegen Stuttgart, wo wir unentschieden gespielt haben. Deswegen halt, wie gesagt, nur zwei Siege in Folge. Heute sollen Sieg Nummer 3 folgen. Aber wir sind schon sehr lange ungeschlagen. Das darf auch gerne weiter so bleiben. Ich glaube, wir haben das Spiel, glaube ich, in München verloren. Und wir haben noch zwei DFB-Pokalspiele. Also zumindest mindestens eins, weil wir stehen ja im Halbfinale. Ich weiß gar nicht, wer da der Gegner überhaupt ist. Hört mir gerade auf. Nur so nebenbei. Aber wie gesagt, ich sehe unsere Truppe sehr, sehr gefestigt. Und wie gesagt, ich freue mich, bekannt zu geben, dass wir den Vertrag von Pierre Aubameyang um ein Jahr verlängern konnten. Der also nochmal ein bisschen uns erhalten bleibt in der neuen Saison. Dann wäre er 36 am Ende. Das heißt, wir werden, wenn wir ein Champions League-Spiel die Saison auf jeden Fall auf Aubameyang bauen können. Der Kapitän bleibt. Wie gesagt, einzig die Innenverteidigung sehe ich noch ein bisschen als große Aufgabe. Alles andere ist soweit erstmal klar. Anpfiff. Ach, übrigens, und Schellenhoff hat übrigens auch für 3 Jahre verlängert, nur so nebenbei gerade noch. Er hier mit 16, hat eine Ausstiegsklausel von 16 Millionen. Ich hoffe, dass er da nochmal, dass sich das keiner die zieht. Aber das wird auf Nachweis nicht so bleiben. Das wird nicht so bleiben, das wird irgendwann passieren. Und dann müssen wir gucken, wie wir holen. Aber wie gesagt, auch da habe ich Möglichkeiten. Aber jetzt erstmal auf das Spiel gegen Eintracht konzentrieren. Wir wollen natürlich jetzt den nächsten Sieg holen. Mal schauen. Erstmal Ballverlust. Laurin Ulrich. Ja, schade. Solomon. Ivanusic. Und. Nee, das war nicht Fischer. Das ist hier. Pitas. Ivan Zapata. Zapata. Gutes Technik. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen im Studio. Ja, das ist Su. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der Torschütze heißt Nabil Fekir. Ein richtig guter Abschluss. Ja, da hat er dem Keeper keine Chance gelassen. Also, Dortmund führt 1-0. Ist aber jetzt auch für uns erstmal unwichtig, weil Dortmund ist weit genug weg. Vielen Dank für diese Infos. Ulrich, gut gemacht da. Guter Trick. So, wenn alles gut läuft, ist es kein Abseits, ist es Abseits. Vorstoß, aber die Fahne ist oben, Abseits. Ja, ja, war zu sehen, es ist Sterner, Abseits. Den wir ja auch schon 3 Saisons eigentlich haben. Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Sie suchen die Chance, suchen die Lücke. Der auch definitiv auch bleiben will. Wir werden auf jeden Fall unsere verteidigenden Spieler trennen für die neue Saison. Wir werden auf jeden Fall nachrüsten müssen. Nachdem wer ja da so als Gegner der Nürnberg kommt. Wie gesagt, nächste Saison Bayreuth in der Champions League, dann wahrscheinlich. Wir haben einen Riesenvorsprung auf Platz 3. Dann einfach die Leute, die dieses Konzept, dieses so, Trapp hat erstmal diesen Ball perfekt umsetzen können. Die Treffsicherheit ist da, der Ball läuft immer wieder perfekt. Ah, das kann Idee war gut, Oxford steht aber am Wege. Den Erfolg bringt. Duvan. Duvan Zapata. Zapata und noch was. Das ist auch schon Leute 20, ne? Der niederländische Nationalspieler, ich ja Vorvertrag hole. Wir gesagt, schauen wir mal, wen wir so kriegen noch in die neue Saison. Ich sehe uns aber gut gerüstet. Abraham ist eigentlich kein schlechter. Teuchert ist auch eigentlich so kein schlechter. Klar, für die Champions League ist es definitiv nicht wirklich ausreichend, aber wir sehen uns da gut aufgestellt. Und mal gucken. Vielleicht geht es so groß. Also das wäre natürlich genial, wenn es so passen würde, aber eine kurze Ecke. Schauen.
Oh, ja, ja, ja. Wieder ein Frisch. Also Frankfurt ist momentan drin im Spiel. Und direkt die nächste Ecke. Wir haben auf jeden Fall schon mehr zu tun als gegen VfL Wolfsburg, die wie gesagt nur drei Torschüsschen auf die Reihe gekriegt haben. Und Schaller holt die nächste Ecke raus. Sie führen die Ecke kurz aus. Und Schaller. Es gibt Einwurf. Ja, der wird mir wahrscheinlich Sorgen machen mit das Talent. Aber wie gesagt, wir haben wir können ja Möglichkeiten. Der Ballbesitzstatistik in der letzten Viertelstunde natürlich absolut das überlegene Team. Und wenn Sie die Chancen, die Sie haben, auch nutzen können, dann liegt hier der Führungstreffer in der Luft. Ja, das ist es halt einfach. Da wäre Platz für einen Konter. Jetzt haben wir erstmal einen Konter auch von irgendwo. Der aber abschließen muss und das. Die Gefahr bereit. Nee, nee. Ball ist weg. Der Frankfurter sagt da hinten, das ist mein Ball, den hole ich mir, den willst du nicht abschließen. Zapata. Und jetzt haben wir erstmal diesen Ball geholt. Über Fischer. Der gut hinterläuft. Jetzt die Chance. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl. Gut gemacht, gut in den Rückraum gespielt und dann ein bisschen verzogen. Das war Eckloff. Mit der besten Chance im Spiel. In der Volkswagen Arena ist was passiert, ein Tor ist gefallen. Und jetzt hat Stjernan den Ball erstmal. Jetzt im Studio. Wir haben hier das erste Tor. Aubameyang, der Kapitän. Schütze des Tors ist Serge Gnabry. Oh, 1-0. Ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht. Gucci. Oder auch nicht. Klar, abseits. Gut gesehen von den Unparteiischen. Das war knapp, das war eng, aber schade. Die richtige Entscheidung. Müssen wir nochmal drauf gucken. Aubameyang kann sich durchtanken. Und ja, es ist abseits. Schade. Schade, schade. War noch ein schönes Tor. Gut gemacht. Aber leider, wir rüber leer. Und damit zählt es nicht. Steht weiterhin 0-0. Zapata. Diese kurze Meldung vom Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Bayer Leverkusen macht das Tor. Neuer Spielstand ist 1-1. Jetzt gegen VfL Wolfsburg. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Peter sagt da, das ist meiner. Ulrich. Ja, schön auch auf der Stelle rum. Der lange da hinten auf der linken Seite stand. Sie können es und dann nimmt das. Halt zurück. Jetzt ist es drin. Kurz vor der Pause. Das stellt den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Hugo. Wunderbar. Der ja auch mal weg war in der dritten Liga damals. Als Lasse Meier vorne drin geklipst hat ohne Ende, der ja gar nicht mehr da ist mittlerweile. Das war ja aus der Jugend des Belgien damals gut. Da war hat RB ja sogar, der den holen wir zurück, der spielt ja gar nicht. Und danach hat er getroffen, wie verrückt. Und seitdem ist er vorne Stammspieler. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Also 1-0 zur Pause gegen die Eintracht. Der erste Sieg von 6, danach fehlen nur noch 5, dann hätten wir es. Aber wie gesagt, ja, viele Spiele sind dabei natürlich, wo wir extrem viel Glück hatten. Das muss man auch sagen. Also hier, das Ding ist auch definitiv nicht verdient, da Frankfurt besser war. Aber sie machen hier, wir machen unsere Chancen, haben die eine Chance gehabt, nutzen sie. Hätten das hat noch ein Abseitstor. Von daher ist es vielleicht okay. Aber gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Mit der Truppe. Stanisic. Schelderup, gut gemacht. Da, und jetzt geht er mal durch. Aubameyang, ist es das? Da ist er. Aubameyang bleibt hängen. Weg ist er. Partie ist unterbrochen. Dran geblieben. Und. Nächste Ecke. Nächster Einwurf. Ja. Kein Abseits. Gibt es nämlich beim Einwurf nicht? Da kommt der Befreiungsschlag. Guter. Duva. Nächster Gegner ist. So, was machen Sie draus? Die Arminia aus Bielefeld, aber jetzt nochmal die Frankfurter hier. Eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, mit der nächsten guten Chance. Ja, Bielefeld, das ist schon fast wieder Pflichtsieg. Also aber das sind die gefährlichen Gegner. Und Schelderup. Holt sich, den Ball. Frankfurt wollte es kurz machen. Und das haben sie richtig verkackt gerade. Schnell auf der verlinkten Seite. Es ist niemand auf der dabei gerade. Nabil Fekir, übrigens schon sein zweiter Treffer. Da hat er sich durchgesetzt. Er kann es machen. Lässt sich nicht beirren, Ecke. Bayreuth.
Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt gut ist, wir haben keine auflaufenden Verträge kommt. Mehr, die jetzt irgendwie... Tor! Tor, da ist es! Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Wieder so ein Ding nach der Ecke mit viel, viel Glück, aber da noch irgendwas dran war. Ich glaube, der Keeper da dran oder ein Verteidiger. Es könnte sogar ein Eigentor sein. Aber ist egal, wir führen 2-0. Die Wiederholung dieses Treffers, erst der Eckball und dann ist das... Ich muss es mir gerade mal angucken. Also der Hohl ist es normale Fälle, ja, es ist die 24. Das dürfte ein Eigentor sein. Der springt da hinten noch rein. Und es ist wieder eine Ecke. Wobei, ich glaube gar nicht, dass der Hohl dran war. Ich habe es zwar nicht richtig, 35. Gut, da war es übrigens. Ja, ich weiß nicht, aber zählt, wie gesagt, als Eigentor zählt oder als Novoa-Tor zählt. Gut eingestellt. Es ist Novoa. 2-0 steht hier. Sie jedenfalls machen einen guten Eindruck. Wieder kurz vor der Pause trifft Novoa jetzt. Mit Tor Nummer 23 in dieser Saison. Also das Tor, sie führen mit 2-0. Genau, das gleiche übrigens macht auch Bayreuth. Die andere Mannschaft, die in Schwarz-Gelb spielt. Jetzt haben wir Ivanovic und das ist das 1-2, 64. Dann war es der übrigens, der auf der Linie stand und nicht Stanisic. Aber gut gespielt, der Frankfurter, viel zu offen, die Unordnung benutzt und plötzlich ist es 1-2. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. 2-1. Ach, scheiße. Und jetzt bitte aufpassen hier. Nochmal verhindert das 2-2. Frankfurt ist komplett noch drin in der Partie. Abschluss. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ja, das wäre der Ausgleich gewesen, aber wir haben es gesehen. Timo Werner? Hast du das gerade richtig gesagt? Wenn sie so weitermachen, dann dauert es nicht mehr lange bis zum Tor. Und der nächste Angriff läuft. Wird so, jetzt dürfte keine. Genau, wo kann ich sagen? Moment warten, dass es kein Abseits ist. Die Fans wollen, dass Aubameyang es versucht. Jetzt vielleicht. Oh! Das muss das fast das 3-1 sein. Sie haben es super gut rausgespielt, aber einen Schritt noch. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Borussia Dortmund. Und 3-1. Yes. Das ist heute sein Spiel. Nummer. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Das ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Der Trainer wird sauer sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir diese kurze 24. Tor in dieser Saison. Tor also für Borussia Dortmund. Sie sind nun 3-0 vorne. Ja, Borussia Dortmund führt 3-0. Einwurf für die Eintracht. Aber am Ende ist es eh wurscht. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Ah, gut gemacht, da Staffelidis ist dazwischen gegangen. Aber dann der Ballverlust. Und das kann richtig teuer werden. Blockt den Schuss erstmal ab. Jetzt ist er frei. Und Noppert. Den Ball hält er gut. Aber Staffelidis hat gut gemacht. Der ist dazwischen gegangen, ist dran geblieben, hat das Ding genutzt. Benoit Batashile. Wichtige Aktion. Da wäre jetzt viel Platz. Und jetzt macht es Eklav. Macht Eklav jetzt das Ding. Mehr als klar. Das ist die Chance. Das Tor muss er machen. Novoa macht 4-1. Viertes Tor. Offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Und wieder setzt man einen Konter. Frankfurt kriegt die Ecke nicht durch. Und man kontert eiskalt den Gegner aus. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Eklav hätte es eigentlich schon machen müssen. Später nochmal quer. Alles offen. Das ist kein Problem. Mit zwei gegen zwei, beziehungsweise zwei gegen Abwehrspieler plus Torwart. Ist es dann doch meistens relativ einfach. So, Fakt ist, dass das Ding ist durch. Wir holen die 3 Punkte. Gewinnen mit 4-1. Zumindest stand jetzt mit 4-1 gegen die Eintracht. Und haben mit Arminia Bielefeld den nächsten relativ einfachen Gegner. Meiner Meinung nach relativ einfach. Aber wie gesagt, das muss man auch erstmal spielen, das Spiel. Das muss man auch erstmal gewinnen. So, jetzt kann ich ein bisschen durchwechseln. So, 85. Minute. Fünffachwechsel jetzt. Einmal kurz durchwechseln, ein bisschen durcharbeiten. Den Jungs mal wieder eine Chance geben. Mal gucken. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei.
Und das sah teilweise anders aus. Frankfurt war richtig gut drin im Spiel. Aber wir haben die Tore halt gemacht, im Gegensatz zu ihnen. Wäre durchaus die Schusschance. Die Fans sehen Teuchert, 5-1. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen eben nichts mehr anbrennen. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten. Und so, jetzt der Verteidiger da hinten ins Leere laufen. Der kommt überhaupt nicht mehr ins Spiel. Hinten ins lange Eck, Cedric Teuchert. Trifft. Als alle anderen. Aber wie gesagt, die gute Nachricht ist, Aubameyang verlängert. Das heißt, wir brauchen erstmal noch vorne nichts zu tun. Aber wir haben halt ganz zwei Stürmer. Die treffen sich Kopf, um morgen sogar gar nicht nachzukaufen. Und die vermeintlichen Fehlerkauf, vielleicht Tammy aber haben wollte. Und nicht Timmy. Scheint wohl jemand zu sein, der uns vielleicht auf Zukunft weiterhelfen kann. Den hatte ich dann zu Hannover-Zeiten schon. Der hat, glaube ich, damals mit Hannover gut gegen uns gespielt und getroffen. So, Abraham. Kommt, lässt da gar nichts durchkommen. Nuno Tavares. Fakt ist, das Ding ist durch. Das ist und es bleibt 5 zu 1. Und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Aber muss man sagen, die Frankfurter waren eigentlich gar nicht so schlecht in der Partie. Die waren eigentlich relativ gut am Anfang drin. Aber wie gesagt, wenn man die Chancen von nicht nutzt, und wir haben sie wirklich eisekalt fast alle genutzt, kommen da solche Spiele raus am Ende. Viermal Novoa und der Tortreffer von Teuchert. Ja, alleine auf die Statistiken mal gucken. Erfolgreiche Pässe 77 zu 49, 10 Torschüsse, 57% Ballbesitz und trotzdem gewinnt das Spiel 5-1. So, Dortmund gewinnt 4-0 gegen Gladbach. Aber wie gesagt, das ist kein Ergebnis jetzt für uns, was irgendwie unwichtig ist. Nächster Gegner ist die Arminia aus Bielefeld. Das sehen wir uns dann morgen an. Ist das ein Ligaspiel oder ist das Pokalspiel? Nee, ist ein Ligaspiel. Es ist dann Spieltag Nummer 28. Wir sehen uns dann wieder. Wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung auf die Bayern, weil sie schon wieder verloren haben. Also tatsächlich wird's noch, heißt es dann also noch 4 Siege und dann hätten wir den Titel. Oder wir die schaffen, ob wir den ersten davon heute schaffen, morgen schaffen, das sehen wir uns dann an. Bis dann. Tschüss.